Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Muster, den du im Grunde genommen für alle Projekte verwenden kannst. Muster, den du auf den ungeraden Reihen oder Runden nach Skizze strickst und die geraden Reihen oder Runden strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Ich habe hier wieder ein Rapport so gestrickt, dass das nachher quer alles ist. Das habe ich sowas Ähnliches mit diesem Querschnitt, sage ich euch, schon vor ein paar Tagen auf einem Muster gezeigt. Und das ist genau so ein Beispiel dafür, dass du musst nicht gerade stricken, du kannst die quer benutzen, die Skizze. Die habe ich auch für euch so vorbereitet. Das ist die linke Seite, die rechte Seite, wie du siehst, Muster, den du wirklich für Frühlingsprojekte oder auch für Babydecken stricken kannst. Es ist jetzt so, sieht das aus, das Ganze, was ich hier für euch vorbereitet habe. Ich habe das, wie ich schon sagte, jetzt so geschrieben oder gezeichnet, dass du auch diese Oberteil benutzen kannst. Oder ich zeige dir das jetzt so. Schau mal. Warte. Ich habe hier, damit kann ich das jetzt. Schau mal, bis hier ist das normalerweise dein Rapport nach oben. Das, was du hier siehst. Da ich jetzt das hier gestrickt habe, wie du siehst, das ist das hier, dieses Teil, das hier. Dann kommt dieser Zopf hier, das ist das Teil. Und du kannst jetzt weiter stricken, auch nur hier oben diese Ajourmuster, oder du kannst das so quer stricken, so wie ich das hier gezeichnet habe und so wie ich das gestrickt habe, dass du diese Ajourmuster quer hast. Das heißt, du hast das hier, na hier kommt das hier und wieder hier und so weiter und so weiter. Okay, wie ich schon sagte, normalerweise haben wir diese Muster bis zur 16. Reihe. So, das heißt, wir haben Maschenzahl teilbar durch 16 plus 2 Randmaschen, wenn wir mit 2 Stricknadeln stricken, so wie wir heute stricken das würden. Ich würde mit euch nur diese eine Teil stricken. Ein Rapport in der Breite und ein Rapport nach oben, das heißt 16 Reihen. Falls du sagst, mir gefällt das so, dann kannst du dir das so abschreiben oder ich kann dir das per E-Mail zuschicken. Wir haben jetzt bei dem Muster im Blau, das sind die rechten Maschen. Die kennst du. Im Blau zeichne ich immer die rechten Maschen. Dann in Schwarz habe ich die linken Maschen gezeichnet. Hier haben wir 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das heißt, du strickst jetzt 2 Maschen unter den 2 Maschen, aber von vorne. Und dann die eine Masche biegt sich dann nach rechts, wenn du die beiden zusammenstrickst. Im Grün haben wir jetzt die Umschläge gezeichnet. Dann haben wir hier einen Zopf. Ich würde mit euch die Zöpfe wieder ohne Hilfsnadel stricken oder machen, aber ich sage euch jetzt schon, dass wir haben hier zum Beispiel 3 Maschen auf die Hilfsnadel nimmst du, liegst hinter die Arbeit, dann die nächsten 3 Maschen, die strickst du
rechts, dann holst du die drei Maschen von deiner Hilfsnadel und auch die strickst du nach rechts. Ich mache am besten das so, das erste Zopf stricke ich mit Hilfsnadel und das zweite Zopf stricke ich dann ohne Hilfsnadel. Wir fangen jetzt an mit der ersten Reihe oder ersten Runde. Die Randmasche. In Runden haben wir keine Randmaschen. Und dann haben wir als erste eine Masche rechts. Das ist die, die ich in blau gezeichnet habe. Dann die nächsten zwei Maschen, die auf der linken Stricknadel sind, da schieben wir unsere rechte Stricknadel unter den zwei Maschen von vorne hier, holen den Faden und die beiden Maschen stricken wir zusammen. Die biegen sich nach rechts. Das heißt, die Masche hier biegt sich in die rechte Richtung. Dann haben wir einen Umschlag und wieder zwei Maschen zusammen rechts. Ich muss die ein bisschen locker machen. So, das heißt, du hast jetzt drei Maschen. Dreimal strickst du zwei Maschen zusammen in drei Umschläge. Zweiter Umschlag und das dritte Mal zwei Maschen zusammen. Und wieder das letzte Mal Umschlag. Wieder ein Frosch im Hals. Nach dem Umschlag hast du eine Masche, die du nach rechts strickst. Und eine Masche, die du nach links strickst. Dann kommen sechs Maschen rechts. Fünfte und die sechste. Und als letzte kommt die linke Masche. Nächster Rapport fängst du wieder an von vorne, das heißt von erster rechte Masche, dann zwei Maschen zusammen und so weiter und so weiter. Und du strickst so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Dann hast du die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die zweite Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Die Randmasche. Wenn du mit zwei Stricknadeln strickst, erscheint die Masche, die du nach links gestrickt hast in der ersten Reihe, erscheint die als rechte Masche und so strickst du die. Wenn du in Runden strickst, strickst du die nach links, weil die erscheint dir als linke Masche. Die sechs Maschen, die du nach rechts gestrickt hast, die strickst du jetzt in der zweiten Reihe, strickst du nach links. Dann hast du wieder eine Masche rechts, das war die, die du in erster Reihe als linke Masche gestrickt hast. Dann hast du eine links, Umschlag strickst du auch nach links, links und jetzt alle Maschen nach links. Wenn du in Runden strickst, strickst du die Maschen, die du zusammen zum Beispiel gestrickt hast, strickst du nach rechts und die Umschläge auch genauso nach rechts. Das war jetzt die zweite Reihe. Die nächsten geraden Reihen, die kannst du schon alleine stricken. Ich wollte euch nur das zeigen. Jetzt brauchst du natürlich deine Zopfnadel für diese Reihe. Da haben wir als erste die Randmasche und dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen nach rechts. Wieder ein Umschlag und das zweite Mal strickst du zwei Maschen zusammen nach rechts. Wieder ein Umschlag und das dritte Mal strickst du zwei Maschen zusammen nach rechts. Du kannst das noch. Eins, zwei, drei Umschläge und dreimal zwei Maschen zusammen. Dann kommt eine Masche rechts. Und eine Masche links. Jetzt müssen wir zöpfen. Das erste Zopf jetzt zeige ich dir mit Hilfsnadel. Schau mal, jetzt haben wir hier sechs Maschen für den Zopf und am Ende eine linke Masche kommt und dann kommt die Randmasche. Jetzt die ersten drei Maschen, die holst du dir auf die Hilfsnadel. Und legst die hinter die Arbeit. Die kommt da hinter die Arbeit. Die nächsten drei Maschen, die auf deine linke Stricknadel sind, warte mal, so und so.
deswegen mache ich das nicht mit Hilfsnadel. Die nächsten drei Maschen, die auf der linken Stricknadel oder Arbeitsnadel sind, die strickst du nach rechts. Ganz normal strickst du die nach rechts. Jetzt kommen die drei Maschen, die du jetzt auf die Hilfsnadel hast. Die kommen auch auf deine linke Arbeitsnadel und auch die werden jetzt nach rechts abgestrickt. Die zweite und die dritte. Und jetzt kannst du mal sehen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Deswegen so kleine Zöpfe mache ich ohne Hilfsnadel. Und dann am Schluss habe ich eine Masche links. Und jetzt wiederholst du so viele Rapporte, wie du brauchst für dein Projekt. Bei mir ist das nur ein Rapport und die letzte Masche, die stricke ich nach links. Das ist die Randmasche. Das war die dritte Reihe und die vierte strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Die fünfte Reihe, eine Randmasche und wieder eine Masche rechts und zwei Maschen zusammen nach rechts. Danach machen wir einen Umschlag, wieder zwei Maschen zusammen nach rechts. Da kannst du schon merken, dass wie fest ich stricke. Das lerne ich schon nie wieder. Das ist vorbei. Die Zeit ist um für mich. Und am Schluss, wenn ich jetzt 1, 2, 3, noch ein Umschlag. Dann habe ich eine Masche rechts, eine Masche links. Und wieder kommen 6 Maschen, die wir nach rechts stricken. 6 rechte Maschen und die 6. Und dann habe ich eine linke Masche und die Randmasche. Das war die 5. Reihe. Die 7. Reihe strickst du genauso wie die 3. am Anfang, diese Ajour. Das heißt die Randmasche, dann haben wir eine rechte Masche und wieder ein Umschlag. 2 Maschen zusammen nach rechts. Noch ein Umschlag, 2 zusammen nach rechts. Ein Umschlag und 2 zusammen nach rechts. Dann kommt eine Masche rechts, eine Masche links, 6, die du nach rechts strickst. 4., 5. Und die 1, 2, 3. Ja, und die 6. So ist das. Und die Randmasche. Ich gucke gerade, ob ich 1, 2, 3, doch, richtig, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Randmasche. Das war jetzt die 7. Reihe, die 8. strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Die 9. Reihe, die strickst du genauso wie die 5. Da haben wir die Randmasche, dann kommt eine Masche rechts und 2 Maschen zusammen nach rechts, ein Umschlag. 2 zusammen nach rechts, ein Umschlag und noch einmal 2 zusammen nach rechts, ein Umschlag. Eine rechte Masche, eine linke Masche und wieder kommen 6 Maschen, die wir nach rechts stricken. Dann kommt eine Masche links und die Randmasche. Das war die 9. Reihe. Ich bin jetzt bei der 11. Reihe und die 11. Reihe habe ich am Anfang ajour und dann muss ich zöpfen. Und diesmal würde ich ohne Hilfsnadel zöpfen, um euch das zu zeigen. Da haben wir die Randmasche und eine rechte Masche. Ein Umschlag, 2 Maschen zusammen. Ein Umschlag, 2 Maschen zusammen, 2. Mal. Ein Umschlag, 2 Maschen zusammen, das 3. Mal. So, dann haben wir eine Masche rechts und eine Masche links. Und jetzt 3 Maschen auf die Hilfsnadel. Die legst du hinter die Arbeit und dann die nächsten 3 Maschen, die auf deine linke Arbeitsnadel sind, die strickst du nach rechts und dann die 3 Maschen von deiner Hilfsnadel strickst du auch
nach rechts. Ich mache das so, dass ich die alle 6 Maschen von der linken Stricknadel auf die rechte Stricknadel schiebe. Siehst du, die sind jetzt hier alle 6. Hier ist mein Faden und hier sind die 6 Maschen. 2, 4, 6. Und jetzt muss ich 3 Maschen hinter die Arbeit legen. Also mache ich das so, dass ich die linke Stricknadel, die Arbeitsnadel, die linke, unter den 3 ersten hier schiebe. Jetzt ziehe, die sind jetzt schon auf der linken Arbeitsnadel. Ich ziehe die rechte Stricknadel raus. Siehst du, die hängen jetzt hier. Die hole ich mir auf die rechte Stricknadel. Die 3 sind schon auf der linken Stricknadel. Und die 3, die ich mir hier geholt habe, Moment, nicht, dass ich die verliere, weil ich gucke jetzt auf meinen Monitor und so. Oh. Die kommen jetzt auch auf die linke Arbeitsnadel. Und das geht so schnell, da brauchst du keine Zopfnadel haben. Schau mal. Und jetzt alle 6 Maschen, die stricke ich ganz normal nach rechts. Und habe fertig meinen Zopf. Dann kommt eine Masche links und eine Randmasche. Das war jetzt die 11. Reihe. Die 12. strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Wenn du jetzt auf die Skizze guckst, dann siehst du, dass die 13. Reihe stricken wir alle Maschen nach rechts. Die ganze 13. Reihe, egal wie viel du Rapports hast, strickst du alle Maschen nach rechts. Auch die, die hier als linke erscheinen. Nur die Randmaschen, die erste heben wir und die letzte stricken wir nach links. Dann wendest du die Arbeit und deine 14. Reihe oder 14. Runde, wenn du in Runden strickst, die 14. Runde strickst du alle Maschen auch nach rechts. Wenn du in Reihen strickst, strickst du so wie ich hier alle Maschen nach links. Die 14. Reihe. Dann kommst du zur 15. Reihe, da strickst du wieder alle Maschen nach rechts und die 16. Reihe alle Maschen nach links. Bei Runden strickst du 15. Runde und auch die 16. Runde strickst du alle Maschen nach rechts. Und das war's. Mehr brauche ich euch nicht sagen. Wie du siehst, das ist überhaupt nicht schwer, diese Muster. Man strickt das ganz schnell und es ist wirklich ganz einfach. Natürlich bei einem Rapport hier sieht man das nicht so gut, aber hier hast du, wie ich schon sagte, hier haben wir mehr Rapports und auch diese schräg gestrickte. Wie ich schon sagte, die Skizze kannst du dir abschreiben, wenn du auf Pause machst, mein Video. Dann kannst du dir die Skizze abschreiben und sonst kann ich dir die per E-Mail oder bei Facebook auf Privatnachricht zuschicken. Das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und viel Spaß beim Stricken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.